Ja, guten Tag auch von meiner Seite. Moin, moin, sagt man hier. Herr Dutt, Sie können es jetzt inzwischen, glaube ich. Inzwischen, am Anfang war es schwer, ja. Aber inzwischen kann ich es einigermaßen. Ja. Ja, aber das hat Sie ja noch sympathischer gemacht, als Sie ohnehin schon hier aufgetreten sind, bis jetzt auch bei der Öffentlichkeit, bei den Fans, bei den Medien. Internationaler Trainerkongress, diesmal in Bremen, letztes Jahr in Augsburg, gerade wurde schon gesagt, Sie sind immer präsent. Im letzten Jahr als Vorstandsmitglied qua Ihrer Funktion DFB-Sportdirektor, heute jetzt hier als Interviewpartner. Erzählen Sie mal, warum ist es so schnell gegangen, dass Sie gewechselt sind vom Schreibtisch auf den Trainingsplatz wieder? Ja, es war tatsächlich ein sehr bewegendes Jahr, auch für mich selber, auch im deutschen Fußball natürlich, was sich alles ereignet hat. Ich war heute vor einem Jahr sehr, sehr stolz, damals den Posten des DFB-Sportdirektors annehmen zu dürfen. Er hat auch in Großteilen der Arbeit auch sehr viel Spaß gemacht. Die Zusammenarbeit mit den U-Trainern, mit den Ausbildern, das waren wirklich sehr schöne und interessante Momente. Hat für mich auch nochmal die Sicht auf den Fußball erweitert, weil du sehr viel herumgekommen bist, international, national, bei den Vereinen auch deine Gespräche führen konntest und hast, denke ich, schon sehr, sehr viel Input zusätzlich bekommen. Aber eine entscheidende Facette hat gefehlt. Das habe ich wohl ein Stück weit unterschätzt. Ich habe gewusst, dass mir der Trainerjob sehr am Herzen hängt, aber dass er mir so fehlen wird, hätte ich nicht gedacht. Hatte aber dennoch nicht vor, schon nach einem Jahr diesen Job gleich wieder zu wechseln. Kamen aber dann die Gefühlswelten und die Anfrage von Bremen zeitgleich zusammen, der richtige Verein zum richtigen Zeitpunkt. Und ich habe das ja schon ein paar Mal erwähnt. Ich hatte einfach das Gefühl, ich muss den Lebenslauf schnell korrigieren. Wir waren beim DFB gerade dabei, Konzepte auf den Weg zu bringen, die weitreichend gewesen wären, weitreichend für alle Beteiligten. Und es wäre, glaube ich, nicht fair gewesen, allen gegenüber diese Hebel zu ziehen, um dann vielleicht ein Jahr später auszusteigen. Und jetzt hat man die Möglichkeit, den Weg zu gehen. Nun haben wir ja alle Ralf Rangnick erleben dürfen als Hauptredner des Vormittags. Der hat genau den umgekehrten Weg jetzt gemacht. Der war also lange Zeit Trainer, ist jetzt Sportdirektor bei Red Bull, verantwortlich für Salzburg und Leipzig. Wie schafft er das? Können Sie sich das vorstellen? Sie sind gut bekannt, befreundet mit ihm. Weiß ich nicht, wie er es schafft. Keine Ahnung. Ralf ist natürlich schon immer auch ein sehr konzeptionell denkender Mensch, strategisch denkender Mensch. Ist auch vielleicht nochmal anders als Sportdirektor in einem Verein, wo die zwei Mannschaften Red Bull Salzburg und Red Bull Leipzig zu betreuen hat. Du kannst es auch mit dem Trainerjob nicht vergleichen. Als Sportdirektor beim DFB hast du natürlich dann 6 verschiedene Mannschaften zu betreuen. Eigentlich fühlst du dich nie einer richtig zugehörig. Du bist fast immer nur Gast bei einer Mannschaft. Aber ich denke auch für Ralf gab es sicherlich auch Zeitpunkte, wo es für ihn auch nicht ganz so einfach ist. Aber auf jeden Fall macht er es hervorragend. Können Sie sich vorstellen, nochmal so einen Job als Sportdirektor, nicht beim Verband, vielleicht bei einem Club, einem Profiklub anzunehmen, oder ist das für Sie ganz ausgeschlossen? Von ihm stammt ja der Satz, also das ist ein toller Job beim DFB, aber man darf vorher kein Trainer gewesen sein. Ja, zumindest nicht mit Herzen, Leib und Seele, wie ich das war. Ja, und das war vielleicht ein Stück weit die Fehleinschätzung. Ansonsten ist es ein sehr interessanter Job, ein sehr anspruchsvoller Job. Es ist, du musst einiges bewältigen in diesem Job. Und ich denke, jemand, der sich damit identifiziert hat, auch dann natürlich einen tollen Job. Aber für mich ist sicherlich der Platz auf der Arbeit, die Arbeit auf dem Platz das Richtige. Ich greife ein Wort von Ralf Rangnick auf, der heute Morgen gesagt hat, auch ein Appell an alle Trainer, die hier versammelt sind, der Trainerjob, der Cheftrainerjob ist der wichtigste im Club, auch ein bisschen vielleicht gegen die Manager-Sportdirektorenseite. Wie würden Sie die Wertigkeit sehen, jetzt in einem, nicht im Verband, sondern in einem Verein, wie würden Sie da das Verhältnis zwischen dem sportlichen Leiter und dem Trainer sehen? Im Verband und im Verein? Im Verein, nicht im Verband. Also. Ja, er hat natürlich recht, dass der Cheftrainerjob ein sehr wichtiger ist, aber ich glaube, die Kunst ist es, dass man jedem Einzelnen das Gefühl gibt, dass sein Job mindestens genauso wichtig ist. Es sind ganz oft kleine Details, die wichtig sind, um einen Erfolg mit einer Mannschaft zu haben. Und wenn dann eine andere Position nicht mit der Wertschätzung begleitet wird, wie es ihr gebührt, dann kann es sein, dass vielleicht diese Position dann nachher Ausschlag gibt, dass man vielleicht in einem Punkt hinter der anderen Mannschaft ist. Und deswegen denke ich, schon ist es eine Aufgabe, sich als Trainer auch ein Stück weit zurückzunehmen, wo es möglich ist.
und die anderen eben auch wichtig zu machen. Nun hat Ihr Rückzug aus dem DFB ja eine Grundsatzdiskussion ausgelöst über Sinn und Unsinn, sage ich mal, des Sportdirektorjobs. Sie haben auch einige Stellungnahmen dazu abgegeben. Können Sie noch mal konkretisieren, wie Sie dieses Amt Sportdirektor beim DFB sehen? Können Sie da, es geht nicht um Ratschläge für die DFB, Funktionäre, Vorstandsleute, aber wie Sie sehen, wie das auch im Verhältnis zum Bundestrainer vielleicht gestaltet werden kann? Nein, ich habe bewusst bisher keine Stellungnahmen abgegeben, weil ich dem DFB sehr dankbar bin, dass er mich nach diesem einem Jahr auf meiner Bitte gefolgt ist und mich frei gegeben hat. Und ich glaube, die Position, die orientiert sich einfach nach den Inhalten. Das ist relativ einfach. Und immer wenn ein Wechsel stattfindet, hast du Chance, die Inhalte neu zu definieren. Und daraus resultiert dann die Position und auch das Anforderungsprofil. Und ich glaube, da wissen die Verantwortlichen beim DFB schon ganz genau, was sie da jetzt zu tun haben. Haben Sie denn da aber eine Idee? Ich komme nochmal drauf zurück, weil das ist, glaube ich, die Grundsatzfrage. Soll dieser Sportdirektor nur für die Ausbildung, für die Konzepte im Verband zuständig sein? Wie ist das Verhältnis zum Bundestrainer, zur A-Nationalmannschaft? Ja, bisher war es eben so, dass die Wichtigkeit in allen Bereichen ist. Wir haben ja mit Frank Wormuth den sportlichen Kopf in der Ausbildung des Fußballlehrers. Dann hat der Sportdirektor selber den sportlichen Kopf gemacht für die U-Mannschaften. Das enge Verhältnis zur Nationalmannschaft ist natürlich auch sehr wichtig. Ich habe es für wichtig erhalten, dass man eine einheitliche Spielphilosophie hat, von ganz unten nach ganz oben. Und was mir besonders wichtig war, dass man eine ganz, ganz enge Verbindung zu den Vereinen hat, dass man einen engen Austausch hat, dass man bei der Belastungssteuerung der jungen Talente eine einheitliche Sprache spricht. Und ich glaube, das sind so viele Felder, die Talentförderung noch dazu. Und dann muss der Sportdirektor noch sehr viele repräsentative Aufgaben wahrnehmen. Ist nicht so einfach, es für eine Person in jedem dieser speziellen Fachgebiete dann ja, präsent zu sein, anwesend zu sein und auch noch vom Know-how so weit vorne zu sein, dass er dann von seinen Mitarbeitern auch als Fachmann akzeptiert wird. Viele Aufgaben für einen, ich zitiere jetzt Matthias Sammer, guten Idioten. Ja. Ich denke mir mal, Sie haben sich nicht als derjenige, als dieser Idiot, den Matthias Sammer meinte, gefühlt, als Sie beim DFB waren. Können Sie das nachvollziehen, was der Kollege aus eigener Erfahrung vielleicht damit gemeint hat? Matthias hat vor mir, glaube ich, viele, viele Jahre eine ganz hervorragende Arbeit geleistet, hat auch viele Strukturen geschaffen und ist halt seine eigene Art, dann vielleicht auf Dinge auf eine provokante Art und Weise hinzuweisen. Aber es gibt ganz, ganz viele gute Leute beim DFB und ich glaube, es wird auch als Chance jetzt genutzt, dieser schnelle Abgang von mir innerhalb eines Jahres zeigt jetzt auch, dass bis jetzt noch kein neuer Sportdirektor installiert wurde und dass man sich einfach die Zeit nimmt und das sollte man auch machen. Sie sitzen nicht mehr in Frankfurt am Schreibtisch, Sie stehen ganz in der Nähe hier auf dem Trainingsplatz bei Werder Bremen. Lassen Sie uns über Werder reden. War dieser Club das Angebot für Sie, war es ein Glücksfall für Sie? Ja, Werder Bremen ist ein absoluter Glücksfall. Das ist, ich merke das jetzt die Tage einfach, welch großer Verein Werder Bremen ist. Wir hatten gestern einen Tag der Fans, da waren über 20.000 Fans da. Habe auch schon jetzt einige Saisoneröffnungen mitgemacht, aber das hat mich auch ein Stück weit überwältigt. Sehr offen die Leute hier, sehr freundlich. Wir wurden sehr offen aufgenommen und es ist ein ganz besonderer Verein. Und wenn du die Möglichkeit hast und auf den Trainingsplatz zurück möchtest, und dann kannst du es auch noch bei Werder Bremen tun. Ja, da gibt es nicht viel, was dich glücklicher machen kann. Gestern gab es eine kleine Panne wo beim Tag der Fans, habe ich gelesen. Als Sie vorgestellt wurden, kam auf der Anzeigentafel Macht der Gewohnheit noch das Bild und Foto von Thomas Schaaf. Ich denke mir mal, Sie hat es nicht gestört. Oder doch? Nein, Michael, es gibt Schlimmeres, als mit Thomas verglichen zu werden. Nein, es hat mich überhaupt nicht gestört. Man merkt einfach, dass Thomas noch sehr präsent im Verein ist. Thomas ist ein Stück weit, jetzt vor allem auch nach dem Abgang, eine Kultfigur. Er hat den Verein als Spieler geprägt, er hat den Verein als Trainer geprägt. Er wird sehr respektiert und sehr geschätzt bei Werder und das ist auch gut so. Es sind auch
ganz viele Dinge, vor allem auch viele Werte, auch außerhalb des Sportlichen, die wir jetzt übernehmen, für die wir einfach dankbar sind. Und die hat er mit geprägt. Und ich glaube schon, dass es ein Glücksfall ist, wenn man nach Thomas einen Verein übernehmen kann. Und deswegen kann ich da sehr gut damit leben. Ja. Ja. Wie häufig haben Sie schon gehört, ob im Mannschaftskreis oder auf der Geschäftsstelle, den Satz, das war unter Schaff aber anders? Ja, in der Deutlichkeit jetzt nicht, aber man unterhält sich einfach. Wie habt ihr das letztes Jahr gemacht? Wie ist es jetzt? Wie empfindet ihr das? Wie oft habt ihr trainiert? Was habt ihr im Trainingslager gemacht? Also das ist ja auch ein Fragen meinerseits. Und dann tauscht du dich aus und schaust, wo sind die Parallelen. Bei vielen kleinen Dingen gibt es Parallelen. Bei manchen Dingen tickst du dann anders. Dann musst du argumentieren, warum du das anders machst. Das ist aber relativ normal. Aber dass Vergleiche angezogen werden, ist nicht nur einseitig, sondern kommt auch von meiner Seite her. 14 Jahre Klaus Allofs und Thomas Schaaf. Sie folgen jetzt nach mit Thomas Achin zusammen. Sie haben auch gesagt, es ist ein schweres Erbe in Ihren ersten Interviews hier. Das hat Sie aber nicht gestört, abgeschreckt oder hatten Sie da in irgendeiner Hinsicht Hemmungen, jetzt diesen Job anzunehmen? Denn das ist ja ein neues Zeitalter auch bei Werder. Ja, Hemmungen nicht, aber Respekt natürlich. Mhm. Respekt vor dieser Leistung, die Thomas gebracht hat. Ich hänge die Messlatte dann auch relativ nach oben. Da darf man auch nicht nur den Tabellenplatz vom letzten Jahr sehen, sondern muss dann die Gesamtleistung einfach sehen. Kleiner Vorteil ist vielleicht, dass Thomas auch Achin zeitnah mit mir angefangen hat, ein paar Monate vorher. Ich hatte es ja mit Dirk Dufner schon mal gemeinsam beim SC Freiburg, als wir nach Volker Finke gemeinsam angefangen haben. Dann tust du dich im Team so etwas leichter. Aber die Leute machen es mir momentan natürlich sehr einfach, muss ich sagen. Sind sehr offen für Neues, schätzen aber auch das Bewährte. Und so ist es, macht es momentan eigentlich sehr viel Spaß zu arbeiten. Helfen die Erfahrungen aus Freiburg? Ich meine, Volker Finke war noch länger als Thomas Schaaf dort im Amt. Dem sind Sie auch nachgefolgt. Kann man das überhaupt vergleichen? Es gibt sicherlich Unterschiede, aber bestimmte Erfahrungswerte, die Ihnen doch behilflich sind? Punktuell vielleicht, aber Volker Finke und Thomas Schaaf lassen sich nicht miteinander vergleichen und auch Freiburg mit Bremen nicht, auch wenn es zwei tolle Vereine sind. Mhm. Aber dass du vielleicht etwas mehr Ruhe haben musst, etwas länger analysieren musst und erstmal auf die Dinge draufschauen musst, wenn das so lange schon automatisiert ist, die Erfahrung bringst du vielleicht mit. Mhm. Also punktuell ja, aber grundsätzlich lassen sich die zwei Situationen nicht vergleichen. Sie haben eindeutig hier eine Aufbruchsstimmung erzeugt. 4 Wochen Vorbereitung sind jetzt vorbei, seit letztem Freitag. Die Saison steht vor der Tür mit dem Pokalspiel. Wie haben Sie es geschafft, diese Aufbruchsstimmung zu erzeugen, bei der Mannschaft und dem Club? Ich glaube gar nicht, dass ich das in irgendeiner Form alleine war und überall in der Vorbereitung, auch wenn der Trainer der Alte ist, noch vom letzten Jahr gibt es eine Aufbruchstimmung. Gefühlt ist jeder nur unter den ersten 6 und absteigen tut keiner und die Neuzugänge sind alle klasse und der neue Trainer ist klasse. Das ist überall momentan so und nach ersten 3-4 Spielen, dann sind manche wieder auf dem Boden der Tatsachen. Bei uns ist Fakt, dass wir eine tolle Stimmung haben, ein tolles Arbeitsklima haben. Wir können neben dem Platz relativ entspannt miteinander umgehen, können auch mal einen Spaß machen, sind aber dann sehr professionell und sehr hart in der Trainingsübung selber drin. Das ist sehr schön als Trainer, wenn die Spieler das verstehen, dass du auch einen lockeren Umgang mit ihnen haben kannst, ohne dass du dann während der Übung nachlässig wirst. Das passt und auch drumherum ist immer wichtig, dass du ein gutes Funktionsteam hast, dass du gute verantwortliche Mitarbeiter hast. Und so haben wir eine sehr, sehr gute Stimmung momentan. Es passt sehr gut. Haben jetzt die letzten 2 Testspiele relativ überzeugend gespielt. Fühlen uns auch gut gerüstet, aber sind auch nicht alle etwas im ungewissen Zustand, wie die anderen Bundesligisten auch. Wirst du einen guten Saisonstart haben oder nicht? Wir sind guter Dinge, mehr nicht und auch nicht weniger. Wenn ein neuer Trainer kommt, dann informieren wir uns natürlich auch. Was ist das für einer, was ist das für ein Typ? Das habe ich auch getan, habe bei Kollegen nachgefragt. Und gerade in Leverkusen gab es dann nicht so gute Kommentare über Sie. Das muss ja nun alles nicht richtig sein, was die Kollegen sagen. Ich muss sagen, ich habe Sie jetzt hier ganz anders erlebt. Haben Sie aus diesem Kapitel Leverkusen, was ja nicht ganz so erfolgreich für Sie war, haben Sie daraus Ihre Lehren gezogen? Haben Sie jetzt hier beim Einstieg bei Werder was verändert?
Ja, grundsätzlich solltest du aus allen Situationen versuchen, deine Erfahrung zu sammeln. Und ich habe das ja mal gesagt, ich glaube, dass Leverkusen nicht meine beste Performance war. Ich hätte das besser machen können in Leverkusen. Wir waren in der Champions League zwar relativ erfolgreich in der Gruppenphase, sind aber dann sehr deutlich gegen Barcelona ausgeschieden. Haben in der Vorrunde noch den späteren Champions-League-Sieger Chelsea geschlagen, das war in Ordnung. In der Bundesliga haben wir uns von Woche zu Woche gehangelt. Die Atmosphäre, die wir jetzt im Zusammenspiel Mannschaft-Trainer haben, war damals nicht so gegeben. Das muss ich mir auch selber natürlich muss mich selber dafür verantwortlich machen, dass ich das da nicht so hinbekommen habe. Ich glaube im Nachgang, dass ich nach Freiburg vielleicht ein Stück weit zu verbissen war am Anfang, ein Stück weit alles sofort nach meiner Denke machen wollte und so vielleicht mich nicht aufs Wesentliche konzentriert habe. Und dann hast du nicht diese entspannte Atmosphäre gehabt, die brauche ich für mich selber. Eine gewisse entspannte Atmosphäre, ein Umgang mit den Menschen, dass es Spaß macht, dass du auch mal selber einen Spaß machen kannst, die Spieler dir freundlich und offen begegnen. Und ich glaube schon, dass der Trainer immer bei sich den Schlüssel suchen sollte und nicht immer auf die anderen zeigen sollte. Und deswegen war die Erfahrung Leverkusen, glaube ich, nach der langen erfolgreichen Zeit in Freiburg sehr wichtig für mich, und vielleicht gehe ich deswegen hier in Bremen auch ein Stück weit gelassener an, nicht weniger professionell, aber gelassener, und dadurch sind vielleicht auch die Menschen in meinem Umfeld etwas gelassener und vielleicht kommt daher auch ein Stück weit diese positive Stimmung. Ich denke, viele hier im Saal und auch Sie kennen das geflügelte Wort: Man ist erst ein richtiger Trainer, wenn man einmal entlassen worden ist. Sind Sie jetzt ein richtiger Trainer? Ich hoffe, ich muss nicht noch ein besserer werden und zweimal entlassen werden, das wäre schlecht. Nein, ich glaube, die Erfahrung gehört dazu, auch der persönliche Umgang. Wie gehst du das erste Mal nach 18 Jahren mit einer Entlassung um? Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Das ist keine schöne Geschichte. Von der Gefühlswelt her ist es unangenehm, wenn du mitgeteilt bekommst, dass du nicht mehr gut genug bist, diesen Verein zu trainieren. Und das ist eine wichtige Lebenserfahrung. Die habe ich gemacht. Für mich kann ich sagen, dass ich glaube, es ganz ordentlich hingekriegt zu haben. Und ja, ich hoffe natürlich, dass ich bei Werder diese Erfahrung nicht so schnell machen muss. Ihre Selbsteinschätzung, die Sie gerade erwähnt haben, dass Sie gelassener, ruhiger geworden sind, nicht so verbissen wie vielleicht in Leverkusen, die kann ich und die Kollegen, die Sie jetzt auch beobachtet haben in den Trainingslagern, eigentlich nur bestätigen. Wie war es, als Sie jetzt bei Werder angefangen haben? Sie sind ein neuer Mann, Sie wollen, das erwartet man auch von einem neuen Trainer, sicherlich neue Akzente setzen, etwas verändern. Aber das Alte, was gut war, kann man ja nun auch bewahren. Wie sind Sie da vorgegangen? Hatten Sie da ein Konzept, nicht zu viel am Anfang verändern? Ja, erstmal natürlich viele Gespräche mit den Verantwortlichen zu führen. Wir haben ja sehr viele sportlich kompetente Leute, nicht nur Thomas Eichin, mit Frank Baumann, einem Ex-Spieler hier, den Verein natürlich sehr gut kennen, der für den Profibereich mitverantwortlich ist, und mit diesen Leuten analysierst du natürlich die Situation. Selber schaust du dir natürlich die Spiele aus der alten Saison an, stellst sie natürlich fest, da musst du kein Fachmann sein, dass mit 66 erhaltenen Toren und 50 geschossenen da ein Verhältnis nicht ganz stimmt. Mit 50 geschossenen Toren gibt es andere Vereine, die sind auf dem internationalen Platz, aber mit 66 hast du ein paar zu viele. Also weißt du, da musst du schon mal ansetzen, ohne dass der Offensivfußball, für den Werder steht, ohne dass der darunter leidet. Und das haben wir jetzt schon gemerkt in der Vorbereitung, dass es gar nicht so einfach ist, diese Balance hinzukriegen. Immer wenn wir offensiv trainieren, kriegen wir gleich die Boden hinten und umgekehrt. Aber jetzt am Ende der Vorbereitung ging es jetzt langsam. Viele Gespräche am Anfang, die Spieler auch als Menschen kennenzulernen, wie ticken sie, auf welcher Ebene ticken sie, und ja, dann musst du auch ein Stück weit ein bisschen Glück haben, dass du die richtigen Reitchen drehst. Es heißt immer so schön, wenn ein neuer Trainer kommt, alles fängt bei Null an. Das haben Sie auch betont. Ist das wirklich so, dass Sie relativ unvoreingenommen an Ihre Spieler gehen? Ich meine, Sie haben die auch verfolgt. Ja, kann ich nur jedem Trainer empfehlen, dass er das macht, unabhängig davon, was er vorher von dem Spieler weiß oder gehört hat, weil es einfach, die Erfahrung habe ich gemacht, zu viele Spieler schon gab, die tatsächlich nochmal einen wesentlichen Zug an sich verändern konnten. Zum Positiven, aber auch zum Negativen. Ja, der eine hat auf einmal zu viel Höhenluft abbekommen und ist nicht mehr der bescheidene Junge von damals. Und der andere hat vielleicht
gelernt, dass er etwas zu weit gegangen ist und hat irgendwann mal, hat es mal Klick gemacht, und er ist jetzt ein Vorzeigeprofi, und diese Chance solltest du jedem Profi immer wieder versuchen zu geben, und es gibt ja keine bessere Chance, als wenn ein neuer Trainer am ersten Arbeitstag anfängt, dass er sagt, hier, das sind meine Vorstellungen von unserer gemeinsamen Zusammenarbeit, und dann musst du ihm die Chance geben, dass er die erfüllt, und ich glaube, so solltest du rangehen. Bei Werder sind zwei Spieler in den letzten Wochen, Monaten nicht ganz so angenehm aufgefallen. Eljero Elia und Marko Arnautovic. Auch denen haben sie gesagt, Jungs, ihr fangt bei Null an. Ich schaue erstmal, wie es mit euch klappt. Die beiden Sorgenkinder sind begnadigt worden, trainieren mit, haben auch gestern gespielt. Wie ist jetzt ihr Gefühl? Kriegen sie die beiden hin? Also so wie ich es gerade gesagt habe, die haben beide gesagt bekommen, wie aber alle anderen auch, was ich von jedem einzelnen Zusammenarbeit erwarte, was ich an sportlicher Leistung erwarte, was ich an Fitnesszustand erwarte, wo wir taktisch hinarbeiten wollen, auf welcher Position wir arbeiten wollen. Ja, und die beide genannten arbeiten momentan genauso wie jeder andere auch. Der eine ist am Ende der Vorbereitung etwas schon näher dran an seinen 100%, der andere etwas weniger, aber das trifft jetzt nicht auf die zwei nur zu, sondern auf alle im Kader. Und ja, bisher gibt es da keinen Grund zu klagen. Bisher ziehen beide sehr gut mit, wie die gesamte Mannschaft, und von der bin ich da sehr froh drüber. Stichwort Fitnesszustand. Es wird darüber spekuliert, berichtet, dass Marko Arnautovic vielleicht nicht ganz so wohlgeformt aus dem Urlaub zurückgekommen ist. Stimmt das nicht? Wie ist Ihre Einschätzung? Ja, da wartet jeder drauf, dass ich Marko Arnautovic im Zustand hier im Trainerkongress. Sie können ja sagen, dass alles gut war. Thematisiere. Nein, Marco ist ein sehr kräftiger Junge, der tatsächlich kräftige Oberschenkel und er ist groß und kräftig, und diese Spieler brauchen in der Vorbereitung ein Stück weit länger. Du hast Spieler, die kommen nach dem Sommerurlaub, die haben keinen einzigen Lauf gemacht und sehen topfit aus. Und der andere, der kommt, der hat jeden Tag einen Lauf gemacht und ist eben nicht voll da. Der braucht das Mannschaftstraining, und da musst du auch differenzieren. Aber er ist auf einem guten Weg. Er ist momentan, gestern ist er wieder eingewechselt worden, hat tolle Aktionen gehabt. Und ja, ist ein begnadeter Spieler, Marco. Und wenn er topfit ist, dann kann er dem anderen Gegner auch sehr unangenehm werden. Ich greife im Wort auf, der ARD-Kollege Stefan Schiffner, der gestern das Spiel in NDR 3 übertragen hat, hat irgendwann mal gesagt, Robin Dutt ist eigentlich perfekt vorgegangen mit Demut an die Aufgabe, was die Veränderungen in den Abläufen anbelangt. Trotzdem haben Sie einiges verändert. Also was aufgefallen ist, Sie haben einen anderen Trainingsrhythmus in der Vorbereitung im Trainingslager angesetzt. Vielleicht können Sie mal kurz begründen, warum Sie, Thomas Schaaf hat immer einen morgendlichen Lauf, meistens Lauf gemacht, Sie haben nur zwei Einheiten dafür intensiver und länger arbeiten lassen. Was war der Grund? Ja, aber da können Sie jeden Trainer hier fragen, der eine Vorbereitung macht. Da gibt es so viele unterschiedliche Herangehensweisen, ein Trainingslager zu machen. Also meine Herangehensweise war dieser morgendliche Lauf, der uns dann auch eine halbe, dreiviertel Stunde kostet und der dann im nicht-fußballischen Bereich stattfindet. Den habe ich lieber fußballspezifisch in eine längere Einheit gepackt, und so konntest du parallel dann auch individualtaktisch oder sogar gruppentaktisch arbeiten, weil wir insgesamt sehr viele Spiele in der Vorbereitung hatten. Die Vorbereitung war noch geplant von Thomas, weil er nicht davon ausging, dass er nächstes Jahr noch Trainer ist, und die Planung ist auch in Ordnung, wenn du schon die Mannschaft trainiert hast. Wenn du als neuer Trainer kommst, willst du ein bisschen mehr Trainingseinheiten haben als Spiele. Und deswegen habe ich dann lieber eine halbe, dreiviertel Stunde länger auf dem Platz trainiert. Und das, was wir da vielleicht im Grundlagenbereich morgens hätten machen können, haben wir dann eben in fußballspezifischer Form gemacht. Und am Ende des Tages haben wir auch 24 Stunden rumgebracht, wie Thomas auch. Ja, die Spieler haben auch gesagt, es ist genauso intensiv, auch wenn wir nicht dreimal jetzt gefordert werden. Hat sich da eine Veränderung im Trainingsaufbau ergeben? Sie sind schon lange Trainer, lange dabei. Haben Sie es früher auch anders gemacht? Hat sich jetzt diese Veränderung noch mehr dazu ergeben, dass diese Konditionskraft, Schnellkraftarbeit doch dann eher auf dem Platz gezielt mit gruppenspezifischen Übungen stattfindet in den letzten Jahren?
Ja, da hat sich in den letzten 10 Jahren unglaublich viel verändert. Also mein persönliches Trainingsprogramm sieht komplett anders aus wie vor 10 Jahren. Du hast früher in der Vorbereitung hast du noch sehr viel in Blöcken trainiert, die ersten 2 Wochen im Grundlagenbereich und dann die Kraftkomponente mehr, zum Schluss mehr die Schnelligkeitskomponente. Du trainierst heutzutage viel früher, viel komplexer. Fußballtraining ist heutzutage gleich Konditionstraining und umgekehrt. Also da ist schon vieles sehr viel komplexer geworden und du trainierst kaum noch isoliert ohne den Ball oder versuchst zumindest sehr viele Komponenten mit in eine fußballspezifische Form reinzubringen. Das ist immer eine Herausforderung. Da ist immer der Athletiktrainer natürlich auch immer sehr gefordert, der dann auch vor allem in der Vorbereitung, in der Trainingssteuerung total unterstützen muss, in welcher Intensität, in welchem Umfang trainieren wir, in welchen Spielfeldgrößen trainieren wir, dass wir dann auch die entsprechenden Reize dann auch einhalten können, die wir eben zum jeweiligen Stadium der Vorbereitung brauchen. Und gleichzeitig muss aber gruppen- und mannschaftstaktisch wieder passen. Also da sind immer schon sehr detaillierte Vorgespräche dann immer notwendig im Trainerteam. Da haben wir jetzt momentan mit dem Reinhard Schnittger bei Werder Bremen, muss ich sagen, ganz, ganz hervorragenden Athletiktrainer. Das passt auch vom ersten Tag an. Und ja, also da hat sich in den letzten 10 Jahren sehr, sehr viel verändert. Eine Besonderheit ist uns aufgefallen, die wir die Trainingslager beobachten durften. Bei Thomas Schaaf war es so, dass die Mannschaft, wenn um 10 Uhr Training angesetzt war und kurz vor 10 da war, locker ein bisschen rumgedaddelt. Um 10 Uhr hat er dann auf dem Platz wohl angesprochen, was der Trainingsinhalt ist. Bei Ihnen war es so, ich habe gedacht, jetzt sind die schon wieder zu spät. Da kam die Mannschaft erst um 9:55, aber Sie haben im Hotel diese Vorbesprechung abgehalten und die Spieler haben, auch das lobend erwähnt, haben gesagt, das ist super vorbereitet worden, auch mit PowerPoint-Präsentation visualisiert. Machen Sie das schon länger oder jetzt erst seit Neuestem? Ja, zunächst einmal müssen wir uns darauf einigen, dass wir jetzt nicht jeden meiner Punkte im Vergleich zum Thomas stellen, dann womöglich auch in den Lichtstellen richtig und falsch stellen. Jeder Trainer braucht, glaube ich, seinen Weg, wie er das macht. Und ich berichte gerne hier auch in diesem Forum, wie ich es mache. Aber ich denke, Thomas ist ein hervorragender Trainer und hat einen großen Erfolg gehabt. Und er hat einen für sich einen guten und richtigen Weg gefunden. Ich habe für mich halt irgendwann mal festgestellt, dass du der Mannschaft vorab schon mitteilen musst, was sie auf dem Trainingsplatz erwartet, dass sie einfach nur mal ein paar Minuten Zeit hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und dann hast du eben in einer Profimannschaft auch immer wieder Spieler, die eben auch der deutschen Sprache nicht so mächtig sind, dass sie alles verstehen. Also ist eine Visualisierung grundsätzlich auch beim Deutschsprachigen nicht schlecht, aber manchmal sogar eine doppelte Hilfe für jemand, der vielleicht Deutsch nicht perfekt spricht oder versteht. Und so haben wir eben im Hotel morgens vor allem in den ersten Einheiten, also es ist nicht so, dass wir das ganze Jahr jeden Morgen eine PowerPoint-Präsentation vor dem Training machen. Also, dass wir grundsätzlich eine Ansprache machen, 10 Minuten vor dem Training, das ist so. Mit dem Thema des Tages, mit dem Thema der nächsten Einheit, das ist so. Aber im Trainingslager hast du natürlich auch mal versucht, Spielszenen zu zeigen, hast auch mal die Übungen vorab schon mal gezeigt und hast vielleicht Themen auch schon über die Übung hinaus konkretisiert, hast etwas über die Spielphilosophie gesprochen und dazu haben wir eben dieses Mittel auch angewandt. Ein paar Tage vor dem Pokalspiel in Saarbrücken, was am Sonntag stattfindet, aus Ihrer Sicht, wie beurteilen Sie im Moment den Stand der Vorbereitung? Ja, so, alles im Soll? So wie er sein muss. Fitnesswerte sind in Ordnung, taktisch okay, ist immer ein Stück weit ungewiss. Ich habe einfach schon zu viele Vorbereitungen gemacht, wo du dann alle gewonnen hast, danach hast du die ersten verloren und umgekehrt hast alle verloren, die ersten gewonnen. Also es ist letztlich, ist jeder ein Stück weit ungewiss und jeder redet sich stark und ein Selbstbewusstsein versucht jeder aufzubauen und dann sind die ersten Spiele schon immer auch vom Mentalen her sehr entscheidend. Jeder glaubt ja an seine Stärke und wenn du dann die ersten Spiele gewinnst, wird das verstärkt oder es geht in die andere Richtung. Also wir sind sehr gut im Rennen, haben überschaubare Verletzten-Situationen und von da sind wir ganz guter Dinge. Sie haben es angesprochen, 66 Gegentore in der letzten Saison. Sie haben am Anfang gesagt, wir wollen erstmal defensive Stabilität auch reinbekommen. Sind Sie mit dem Zwischenstand da zufrieden oder verbesserungswürdig ist es immer noch, aber sind Sie jetzt im Moment zufrieden? Ja, ich glaube, zufrieden und unzufrieden ist der falsche Ausdruck, weil so ein Testspiel ist doch so ein Muster ohne Wert. Jetzt haben wir 2-0 gespielt, davor haben wir die Tore bekommen. Ich glaube,
Wir sind ein ganzes weites Stück noch von der Idealvorstellung entfernt, aber das sind viele, viele Schritte, die du da gehen musst, und da ist gerade im ersten Jahr sind da manchmal Monate notwendig, ohne dass du bis dahin, du kannst ja trotzdem mal ein Spiel gewinnen, aber wir müssen natürlich schon viele Dinge automatisieren. Dann ist die Frage, wenn zwei Spiele ausfallen, zwei neue reinkommen, sind die auch in der Lage, 1:1 das Anforderungsprofil auszufüllen. Das war jetzt gestern sehr schön zu sehen, als wir in der 70. beim Stand von 1:0 gegen Fulham dann eben komplett ausgewechselt haben, dass die Feldspieler, die dann reinkamen, die 10, dass sie sofort jeder seine Aufgabe auf der Position erfüllt hat und es taktisch einfach dann bis zur 90. durchgezogen wird. Das ist eben wichtig, dass du durch Wechsel dann nicht eine negative Strömung erhältst, sondern eher natürlich das, was du durch einen Wechsel willst, frische Kräfte nochmal freisetzen und eher nochmal einen positiven Reiz zu setzen. Verständlicherweise das Schwergewicht auf Abwehrverhalten, Defensivarbeit. Ging das jetzt in dieser Phase der Vorbereitung ein bisschen auf Kosten des Spiels nach vorn? Nein, wir haben gar keinen Schwerpunkt auf die Defensive gesetzt, sondern wir haben einen Schwerpunkt auf eine Balance zwischen Defensive und Offensive gesetzt. Das ist, glaube ich, ein Unterschied. Also ich schaue mir immer meine Vorbereitungen der letzten Jahre an, um einen Vergleich auch immer wieder zu ziehen. Und da haben wir dieses Jahr im Prinzip nichts anderes gemacht, wie ich dann auch in den letzten 1, 2, 3 Jahren mit den Vereinen, mit Freiburg oder Leverkusen gemacht habe. Also die Balance und die Inhalte waren die gleiche, weil jeder Trainer hat ja eine Vorstellung von Defensive und Offensive und hat so eine Vorstellung, wie viel prozentual musst du was eben trainieren, und das hat sich nur, weil wir wissen, wir müssen weniger Gegentore kriegen, haben wir deswegen nicht weniger offensiv trainiert, weil wenn wir eine gute Offensive haben und einen guten Ballbesitz haben, dann kriegst du in der Zeit eben keine Tore. Aber wichtig ist halt, wenn du den Ballverlust hast, wie schaltest du nach hinten um, wer schaltet wann, wie schnell nach hinten um, stört einer oder lassen sich alle nach hinten fallen. Das sind so die Dinge, die du mit der Mannschaft besprechen musst, dass jeder genau weiß, was er zu tun hat. Anschließend an den Vortrag von Ralf Rangnick, da ging es ums Umschaltspiel, sowohl von Abwehr auf Angriff als auch andersrum. Trainingsschwerpunkt, soweit ich das verfolgt habe im Trainingslager, die gruppentaktischen Übungen, war das der eindeutige Schwerpunkt. Wie würden Sie sagen, Umschaltspiel in Ihren Trainingsformen, wie viel Prozent macht das aus? Im Prinzip ist es in jeder Spielform präsent. Also es gibt ja fast keine Spielform, egal ob du eine kleine, eine mittlere oder eine große Spielform nimmst, wo du dieses Umschaltverhalten nicht für mindestens eine der beiden Mannschaften thematisierst, entweder von vorne nach hinten oder umgekehrt. Ja. Und deswegen sage ich ja, du trainierst heutzutage viel, viel komplexer. Natürlich hast du ein Schwerpunktthema, dass du deine Coaching-Mannschaft hast und sagst, hier, du machst einen Spielaufbau gegen Angriffspressing beispielsweise, und natürlich wird dann die andere Mannschaft hier richtig drauf gejagt, ja. Aber nachher coacht du euch beides. Du hast natürlich auch die Co-Trainer. Ich habe mit Damir Buric und mit Marco Langner auch zwei Co-Trainer, die natürlich dann auch alle Themen mit begleiten, auch wenn wir ein Schwerpunktthema haben. Stichwort Taktik, Stichwort System. Sie haben gesagt, ich will mindestens zwei Systeme haben, die die Mannschaft beherrscht. Sie haben lange Zeit in dem 4-2-3-1, dem Standardsystem, haben wir heute hier auch sehr häufig gesehen, was fast 80-90% der Mannschaften spielen, ja, auch spielen lassen, und haben nun zum Schluss, glaube ich, ein 4-3-3 spielen lassen, was Sie als Werder-System bezeichnet haben. Ohne echte Spitze, können Sie das vielleicht für die Kollegen kurz erläutern? Ich glaube, alle haben gestern das Spiel nicht sehen können, weder live noch am Fernseher. Ja, wir haben einfach mit dem Standardsystem 4-2-3-1 angefangen, weil wir natürlich am Anfang auch nicht alle Nationalspieler da hatten und einfach ein System am Anfang gewählt haben, das geläufig ist, haben aber schon relativ früh gesagt, dass wir uns gegen Hälfte der Vorbereitung im letzten Drittel dann nochmal mit den Spielern zusammensetzen, um dann einfach für uns unser eigenes Werder-System zu haben. Das haben wir jetzt im letzten Trainingslager gemacht. Wir wollten ein System haben, wo die Stärken der Mannschaft zum Tragen kommen, und zwar nicht nur für 10 Spieler, sondern möglichst auch für 20 Spieler, wo wir in der Lage sind, einen guten offensiven Fußball bei einer großen Absicherung auch zu spielen. Ja, und dadurch ist ein 4-3-3-System entstanden, ein 4-3-3-System, das relativ klare Vorgaben in der Defensive hat, bei Ballverlust, was du zu tun hast, auch im geordneten Spielaufbau des Gegners, was du zu tun hast,
wer welche Position anzulaufen hat, welche Laufwege er schon im Kopf haben muss, wie wir Situationen lösen, wenn der erste Plan nicht aufgeht. Und das System beinhaltet offensiv vor allem für 3, 4 Schlüsselspieler sehr viel Kreativität, ohne dass die Positionen nicht besetzt sind. Und das bezeichnen wir jetzt als unser eigenes Werder-System, das punktuell auf diese Mannschaft abgestimmt ist. Und ohne jetzt zu viel zu verraten, ich meine, die Kollegen aus der ersten Liga, ihre Kollegen, die erkennen es dann sowieso, wenn wir von der Presse es ja schon erkennen, der Aaron Hunt, den sie zu ihrem Offensiv Häuptling gemacht haben, der spielt also so einen falschen Neuner und Petersen spielt mehr auf der rechten Seite. Ja, letztlich haben wir gewisse Räume, die wir bespielen wollen. Idealerweise wollen wir sie in Überzahl bespielen. Und gerade Aaron ist ein Spieler, der ist so spielintelligent und hat so viel Gespür für die Situation, dass es völlig kontraproduktiv wäre, in irgendein Angriffsmuster zu stecken, sondern wir müssen die drumherum dazu bringen, ihm in seine Räume zu folgen, dass er im Spiel drin ist. Und der Nils ist ein Spieler, der soll so oft wie möglich natürlich im Sturm Zentrum spielen, das heißt aber nicht gleich, dass er da anfangen muss. Ja, und so greift dann ein Rädchen ins andere, jetzt noch nicht immer, dann merkst du eben mal, dass eine Position fehlt, dass dann gut aufgebaut wurde, aber das Zentrum nicht besetzt ist oder das Zentrum ist aufgebaut, im Spielaufbau fehlt einer, also es muss dann so eine fließende Bewegung, da muss so ein Spielrhythmus entstehen und das sind eigentlich so Spieler wie Aaron beispielsweise, sind natürlich da sehr wichtig, aber auch natürlich hinten die Taktgeber schon in der Innenverteidigung, im Spielaufbau, auch da ist natürlich wichtig, gut getimte Pässe zu spielen, in die richtigen Räume zu spielen. Der Ball und der Spieler sollen idealerweise gleichzeitig in einem Raum einkommen. Wenn der Ball zuerst da ist, ist ganz schlecht. Und wenn der Spieler zuerst da ist, hat er meistens schon einen Druck von hinten. Und das ist so ein Rhythmus, den man aufbauen muss. Und dazu brauchst du schon Schlüsselspieler. Und Aaron Hunt ist nicht bei uns ein Schlüsselspieler in der Offensive. Ich nehme mal das als Dreivierteljahr auf meine Frage. Und was war die Frage? Aaron Hunt als falscher Neuner und Petersen mehr auf der rechten Seite. Sie haben es so ein bisschen umschrieben, klar. Ja, mit falscher Neuner kann offensichtlich heutzutage jeder was anfangen, aber wenn wir dann mal so Segmenten uns anschauen, da ist Aaron links außen, rechts außen, Mittelstürmer ist auf der 6 und man holt sich Ball auf der Innenverteidigerposition ab. Ja, und in einem Spiel wird er 20% mehr machen wie das andere. Ja, man kann ihn als falscher Neuner bezeichnen. Für mich ist er einfach unser Kreativspieler, der sich austoben, ausleben darf, ohne dass die Organisation verloren geht. Und das muss aufgebaut werden. Es reicht nicht nur einfach in der Offensive zu sagen, jeder kann machen, was er will. Wir hoffen auf die Einzelstärken der Spieler. Das ist zu wenig. Sondern wenn wir einem Spieler diese Freiheiten geben, müssen wir wissen, wie wir sie im Mannschaftsgefüge auffangen. Und das muss man sich hart erarbeiten. Kommen wir zur neuen Saison. Werder mit diesem eigenen Werder-System. Was ist machbar? Was ist möglich? Sie kennen jetzt den Club, die Mannschaft, ihren Spielerkader, der vielleicht noch ergänzt werden kann, vielleicht dazu was. Planen Sie noch Transferaktivitäten? Wissen wir nicht, planen tut sowieso Thomas Eichen die Transferaktivitäten. Ich plane mit den Spielern, die jetzt da sind und da müssen wir mal schauen, ob wir da noch was tun. Die Spieler, die wir jetzt haben, ziehen natürlich sehr, sehr gut mit und die Messlatte ist dann immer natürlich für jemanden, der von außen kommt, sehr hoch und wenn die hoch ist, natürlich auch die wirtschaftliche Messlatte sehr hoch und momentan sind wir zufrieden. Vielleicht ist der Kader etwas zu groß. Wir haben 30 Spieler im Kader mit sehr, sehr vielen jungen, hochtalentierten Spielern. Da wird es für jeden schade sein, wenn er schon allein aufgrund der Anzahl der Spieler dann nicht zum Spielen kommt. Da werden wir uns sicherlich überlegen müssen, ob da eine Ausleihe für den einen oder anderen vielleicht Sinn macht. Aber ansonsten haben wir schon einen sehr ordentlichen Kader. Ziele, vor allem Ziele, die tabellenorientiert sind, haben wir ganz bewusst im ersten Jahr nicht rausgegeben, weil wir natürlich nach dieser langen Ära von Thomas natürlich ganz andere Aufgaben erstmal haben. Wir wollen euch eine Basis legen, Grundlagen legen und wollen sie nicht gleich vom ersten Tag an irgendwelchen Tabellenplätzen messen lassen. Klar, jetzt hast du mit Werder immer auch einen Anspruch, dass du nicht so wie letztes Jahr dann bis zum Schluss um den Abstieg spielen musst, aber jetzt müssen wir erstmal eine Basis legen in dieser neuen Konstellation und dann kann man vielleicht in der kommenden Saison wieder Tabellenplätze als Ziel ausgeben.
Am Samstag haben zwei Mannschaften gespielt, die haben klare Ziele, auch festgemacht an Tabellenpositionen. Bayern und Dortmund, Supercup, waren Sie überrascht, was Sie da gesehen und erlebt haben? Ja, die beiden Mannschaften können ja überhaupt nicht mehr überraschen. Das ist schon, also zu diesem Stand der Vorbereitung, ein Spiel in dieser Intensität hinzulegen, in diesem Tempo hinzulegen, enge Ballkontrolle im kleinen Raum unter Zeitdruck Lösungen zu finden. Das war schon natürlich ein sehr hohes Niveau für diesen frühen Zeitpunkt. Aber auch bei den beiden Mannschaften hat man gesehen, dass vielleicht Fehler gemacht werden, die sie vielleicht ein paar Wochen dann nicht mehr machen, die dann zu Gegentoren führen. Die Organisation ist noch nicht ganz so stabil. Die Löcher in der Abwehr sind vielleicht noch etwas größer, aber allein schon den Willen und die Art und Weise, wie man Fußball spielen will, dass man nach vorne aktiv verteidigen will, dass man pressen will, schnell umschalten will, auch unter Gegnerdruck eine spielerische Lösung sucht. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für den deutschen Fußball, dass sich weiter in diese Richtung entwickelt. Waren Sie überrascht über das Resultat oder anders gefragt? Alle Welt hat gesprochen von der Übermacht Bayerns, von dieser Dominanz, die erwartet wird. Und nun hat der Konkurrent diesen Supercup geholt. Waren Sie darüber überrascht? Ja, so ist es halt mit den Prognosen, ne? Ja. Was so alles in so einer Vorbereitung da prognostiziert wird. Also wer jetzt Dortmund die letzten Jahre erlebt hat, ich glaube, der wird einen riesen Fehler machen, zu meinen, die schenken hier irgendwas ab oder haben keine Chance gegen Bayern München. Dass Bayern München natürlich einen sensationellen Kader hat mit weiß Gott wie viele Weltklassespieler, aber am Ende können auch nur 11 Weltklassespieler auf dem Platz stehen und inzwischen hat halt Dortmund auch 11 Weltklassespieler. Und von daher, wenn Dortmund natürlich von der verletzten Situation ein ganz gutes Jahr macht, und das hatten sie ja dann immer in ihrer Saison auch so ein bisschen Glück, dass sie fast immer mit der gleichen Mannschaft spielen konnten, ja, dann hat man gestern gesehen, dann wird es Bayern auch nicht einfach haben, automatisch diese Spiele zu gewinnen. Aber die Dominanz von Bayern war noch letztes Jahr so groß, jetzt haben sie sich nochmal verstärkt. Ich glaube, die größte Herausforderung für Bayern ist eher das Teamklima. Wie schaffe ich ein gutes Klima in dieser Mannschaft zu halten? Das hat der Jupp Heynckes perfekt hinbekommen, eine gute Mannschaftsführung, ein gutes Teamklima. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Jetzt hast du irgendwann mal 6, 7 Weltklassespieler im zentralen Bereich, dann kommt Philipp Lahm inzwischen anscheinend auch noch dazu im zentralen Bereich. Ja, da sitzen dann 3 auf der Bank, 2 auf der Tribüne. Ist nicht ganz so einfach. Geben Sie mal einen Tipp ab. Der deutsche Fußballer des Jahres, was vermuten Sie denn, welche Rolle er spielen wird? Ja, kann ich mir noch nicht vorstellen, dass er nicht eine tragende Rolle spielt. Also ja, Bastian, aber wo ist... Oder wo, weiß ich nicht, aber das Bastian Schweinsteiger, dass der mit einer der Leader dieser Mannschaft ist und ein Topspieler ist und finde ich auch völlig zu Recht Fußballer des Jahres geworden ist. Also da wird sich auch im nächsten Jahr, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich da was ändert. Letzte Frage, ein kurzer Ausblick aufs nächste Jahr, die WM. Es gibt da zwei Theorien, sag ich mal. Oliver Bierhoff hat gesagt, durch Klima- und Reisestrapazen werden die Europäer schwer haben, den Weltmeistertitel zu holen in Brasilien. Der DFB-Präsident Wolfgang Niersbach hat jetzt vor kurzem ein bisschen anders darauf reagiert und hat gesagt, wir wollen den Titel und so aus dem sinngemäß, wir können es auch schaffen. Wie sehen Sie es, WM in Brasilien? Wird es für die Europäer aufgrund dieser besonderen Umstände besonders schwer? Sind die Südamerikaner favorisiert? Brasilien hat den Confed Cup gewonnen gegen Spanien. Ich kann jetzt die zwei Aussagen zusammenfassen, sagen, wir wollen es, wir können es, aber eigentlich ist es nicht möglich, ja, weil es noch nie einer dort geschafft hat. Ich glaube, grundsätzlich wird ein Fehler gemacht, dass das Halbfinale schon in Deutschland inzwischen zum vorausgesetzt wird. Also bis zum Halbfinale, das schaffst du sowieso. Es geht nur darum, holst du den Titel oder nicht. Ja, und da muss man einfach sagen, das war jedes Mal von Joachim Löw und seinem Team immer eine herausragende Leistung, da hinzukommen. Und auf diesem Niveau sind dann ganz kleine Dinge entscheidend. Und nachher, natürlich kann dann nachher auch mal das Klima oder das Vorortsein entscheidend sein. Wenn ich jetzt den Confed Cup anschaue, ich habe die Brasilianer schon lange nicht mehr so spielen sehen wie jetzt im Confed Cup im eigenen Land. Das setzt einfach auch noch mal was frei. Dass aber Deutschland die Qualität hat, den Anspruch haben muss, ja, aber die Qualität haben eben auch die Italiener, die Brasilianer, da gibt es genügend, die gleiche Qualität hat. Und wenn man es dann nicht schafft,
heißt man dann nicht, dass man eine schlechte WM hat, keine erfolgreiche WM, aber noch lange keine schlechte gespielt. Können Sie denn nachvollziehen, jetzt doch noch eine Frage darauf, können Sie nachvollziehen, dass die Fans, die Öffentlichkeit, sicherlich auch die Medien, aber sagen, okay, Deutschland hat diese Qualität, wir sind immer weit gekommen bei den letzten Turnieren, aber der Titel fehlt. Also dieser durchschlagende Erfolg, am Ende auch im Finale zu bestreiten und zu gewinnen. Ja, das geht ja allen so. Das geht ja den Spielern, den Spielern halt genauso. Du willst ja in deiner Ära, wenn du nachher nur ein Halbfinale in deiner Vita hast und warst dann viermal im Halbfinale, gefällt es dir als Spieler auch nicht. Also der Wunsch ist ja schon da, aber man muss trotzdem immer den Spielern wieder Respekt zeigen vor ihrer Leistung. Wir haben junge Spieler, die so viel leisten heutzutage, die sind inzwischen sind im Champions-League-Finale, streiten sich die deutschen Spieler auf beiden Seiten hier um den Champions-League-Titel und dass wir diesen Weg in Deutschland gegangen sind, dass es überhaupt schon eine Selbstverständlichkeit ist, ein Halbfinale vorauszusetzen, zeigt ja, wie gut hier gearbeitet wird. Aber natürlich hat jeder auch die Erwartungen, die Sehnsucht nach dem Titel. Das muss auch so sein, das muss der Anspruch von Deutschland sein. Es darf nur nicht sein, den Satz wiederhole ich immer ganz gerne, dass der zweite Platz immer der erste Verlierer ist. Das ist ein schlechtes Signal an alle, die Sport treiben, die an ihre Grenzen gehen. Wenn du sagst, wenn du nicht Erster, wenn du nicht der Beste bist, bist du ein Schlechter und bist du ein Verlierer. Das geht nicht, finde ich, und wenn wir das hinkriegen, dann passt es.